Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Aber Freunde, bevor es mit dem Video weitergeht, wollte ich euch nur darauf aufmerksam machen. Mein langer Partner, Spitch, einer meiner längsten Partner. Super Typen, super geile App, schon sehr krass integriert. Ich weiß gar nicht, wie viele Downloads schon, kennen wahrscheinlich schon sehr viele. Startet jetzt auch pünktlich zu der neuen Champions League Saison, natürlich mit der Champions League. Ihr könnt jetzt auch eure Teams für die Champions League Spieltage aufstellen. Auf den klassischen Feldern, Freunde, geht es genauso zu, wie ihr es auch schon aus der Bundesliga kennt. Es gibt also Verdoppler-Spielfelder und die klassischen Spielfelder, wie ihr gesagt, die wahrscheinlich schon von den anderen Formaten kennt. Und der Gewinner vom 30-Euro-Spielfeld bekommt garantierte 750 Euro. Der Gewinn steigt, umso mehr Leute halt da teilnehmen. Ihr könnt dort aber auch natürlich kostenlose Sachen mitmachen. Ist halt wirklich, ihr kennt ja die App, ist für die Kenner da draußen. Wichtig zu verstehen ist, Spitch unterteilt die Spieltage. Alle Spieltage an einem Dienstag ist ein Spieltag und alle an Mittwoch ist auch ein Spieltag. Es gibt auch einen neuen Spielmodus und zwar den Gruppenphasen-Modus. Ist vielleicht schon live, wenn ihr das Video hier seht. Checkt das gerne mal ab. Ihr bekommt dort 15 Euro Eintritt und ein Preispool von 10.000 Euro. Eure drei besten Aufstellungen für die Gruppenphase zählen dann. Also die drei besten, wo ihr die meisten Punkte geholt habt, die werden zählen. Also ladet euch auf jeden Fall die App mal runter, Freunde. Ist eine sehr, sehr coole App. Könnt ihr auch mit euren Freunden machen. Kommt in meine Community rein. Kennen wahrscheinlich schon sehr, sehr viele. Für die Leute, die es nicht kennen, ladet euch die App auf jeden Fall runter und messt euch mal gegen die anderen. Ist sehr, sehr geil. Besonders auch mit der Champions League, wie ich finde. Und ja, Kurs geht raus und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Freunde. Nächster Spieltag-Vlog von Delay Sports. Wir spielen heute im Pokal. Nicht Liga, sondern im Pokal gegen den Landesligisten. Wird sehr, sehr schwer, denke ich. Aber wir werden unser Bestes geben. Heute werden wir mal sehen, wie weit wir sind. Wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die weiß nicht, wie viele Ligen. Ich glaube, 5 Ligen oder so über uns ist. Ich muss einfach als erster gefühlt da sein, weil heute schon wieder Fernsehteams da sind. Muss ich schon wieder vorher da sein, obwohl ich nicht mehr spiele. Apropos spielen. Ich kann das übernächste Saisonspiel spielen. Nächste Woche hätte ich schon, denke ich, spielen können, aber da sind wir beim Eligella Cup. Und dann daraufhin, also der vierte Spieltag, da wird wahrscheinlich gezaubert. Ich muss aber noch gucken, wie und so. Ich hoffe, ich verletze mich nicht. Aber da könnt ihr ungefähr rechnen. Ich bin letztens einen Berg hochgerannt und da ging alles. Also ich habe keine Schmerzen. Und mal gucken, ich gehe jetzt zum Platz. Die neuen Trikots sind übrigens da. Ich spiele jetzt für die Deutsche Krebshilfe. Heute ein Tor für die Deutsche Krebshilfe. So, ich bin jetzt hier. RTL, Interview RTL. Geht um den Eligella Cup auch, ne? Bis hier nächste Woche. Passt. So, ich bin fertig mit Interviews geben. Das sind die Jungs. Das sind die Gegner. Also die Jungs sind alles gestandene Männer hier. Das wurde uns auch gesagt. Also ich sehe, die sind alle Mitte 20, würde ich sagen. Die haben letztes Jahr 125 Tore geschossen, Digga. Also in der höheren Liga. Das ist schon echt krass. Also die sollen schon ein bisschen was drauf haben. Die Jungs sind hier auch motiviert. Wir sind ja hier auch nicht im Tanzverein. Die Jungs können ja auch was. Das wollte ich auch nochmal sagen. Unter uns, das sind die danach nicht mehr. Pokal, schön und gut, ne, ist wichtig. Kann man sich mal messen mit größeren Gegnern. Aber das Allerwichtigste ist die Liga. In der Saison müssen die Jungs aufsteigen. In der Liga müssen sie performen. Wenn du mich fragst, würde ich jetzt sofort den Pokal liegen lassen. Außer wir gewinnen, dann sind wir nicht beim DFB-Pokal dabei. Also falls wir den Pokal gewinnen, DFB-Pokal. Aber wir spielen gegen Regionalligisten und alles noch. Also die sind alle dabei. Aber wichtig ist die Liga. Es war im Karrieremodus schon immer so. Ich habe die Karrieremodus-Videos, da habe ich keine Ansagen gemacht. In den Pokalspielen. Nur in den Ligaspielen. So ein Trainer bin ich nämlich. Nicht Favorit, das war letzte Woche anders und ja, wir lassen natürlich nichts verschenkt, also wir schenken dir nicht den Sieg, wir werden alles geben, aber mal gucken, wie es ist. Aber nervös bin ich ehrlich gesagt nicht so. Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir werden trotzdem gewinnen. Ich sag 2-1. Schwierig einzuschätzen, ja, weil ich die noch nie spielen gesehen habe. Ich sag 2-2 Verlängerung und dann der Bessere soll gewinnen. Also ich sag, wir gewinnen, wir kommen weiter. Ich sehe uns halt auch als eine Landesliga-Mannschaft, also ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe.
seit fast 8 Wochen, genau für so ein Spiel. Wir spielen heute gegen Landesligisten, geile Kulisse, geiler Platz, geiles Wetter, beste Voraussetzung. Deshalb geht mit breiter Brust raus, die haben Bock, die haben richtig Bock, wir haben mit dem Trainer gequatscht, die Spieler freuen sich schon seit der Auslosung auf unser Spiel und wie in der letzten Woche, den Gegner nicht unterschätzen. Ja, wir haben es letzte Woche gegen Grunewald gesehen, da haben wir das Spiel dann unnötig spannend gemacht, aber heute kommt es darauf an, wirklich da zu sein. Also wirklich jeder muss heute da sein, sonst werden wir keinen Erfolg haben. Also wirklich heute geht jeder an seine Grenzen. Die Aufstellung. Im Tor fangen wir an mit Freddy. Wir stellen ein bisschen um. Heute in der Innenverteidigung, Viererkette, Paul und Ali in der Innenverteidigung. Paul Malzahn. Rechts fängt Tim an, links fängt Dennis Nüssler an. Auf der 6 spielen wir heute mit Julius und Luca. Auf der 10 davor Michael. Links Michael und rechts Abdul und vorne im Sturm Dori. Ja, auf der Bank haben wir zuerst Jonas und Dennis, Paul, Diar und Mahmoud. Und Wiesel nochmal als Ersatztorwart. Ansonsten geht raus, habt Bock, spielt Fußball. Wichtig ist, die werden körperlich da sein. Ja, sucht die Zweikämpfe, nehmt die Zweikämpfe an, seid präsent. Lasst euch aber bitte auf kein Spiel mit denen ein. Ja? Ihr habt es letzte Woche gegen Grunewald gesehen, wie es laufen kann. Jeder Gegner ist motiviert gegen uns. Wichtig ist, spielt das Spiel nicht mit. Wichtig ist, guckt nur auf euer Spiel. Also wichtig ist, nehmt die Zweikämpfe an, ja? Also wirklich, die werden körperlich da sein. Die haben letztes Jahr Bezirksliga gespielt, Paul hat gegen die gespielt, die sind aufgestiegen aus der Bezirksliga. 120, 125 Tore geschossen, 40 kassiert. Das heißt, die sind vorne gut. Wir haben mitbekommen, das Zentrum von denen ist besonders stark. Der Sechser und der Zehner, das Spiel geht nur über die beiden, ja? Der Sechser müsste etwas älter sein, graue Haare, glaube ich. Der ist der Antreiber und der Zehner soll sehr, sehr stark sein. Ansonsten, guckt auf euer Spiel. Wichtig ist, kommuniziert. Kommuniziert miteinander. Wenn was nicht läuft, ein Fehlpass, Kopf hoch. Ja? Je länger das Spiel dauert, desto besser für uns. Heute müssen wir geduldig sein. Nichts erzwingen. Wenn es nicht klappt, hintenrum den Ball laufen lassen. Wenn keine Lücke ist, hintenrum spielen. Durch die Kette spielen, im Ballbesitz bleiben. Das ist wichtiger. Und irgendwann kommt die Lücke. Wichtig für die Innenverteidiger heute, wir können nicht die Ausflüge wie letzte Woche machen. Ja? Ihr habt gesehen, unsere Konter, die wir gegen Grunewald kassiert haben, sind durchs Zentrum gekommen. Das heißt deshalb heute Paul, Ali, hinten dicht machen. Mach den Laden zu. Abdul, gucken, wenn du reingehst, Kopf, einmal Kopf heben, ob du reinspielst oder reinflankst oder schießt. Aber du musst einmal den Kopf heben. Du siehst manchmal, Michael wird aus dem Rückraum kommen. Dori lässt dich manchmal fallen. Manchmal ist es besser, den Ball in den Rückraum zu spielen. Ja, also wichtig, Kopf hoch machen. Ansonsten, Männer, seid heiß, habt Bock auf dieses Spiel. Landesliga, das ist jetzt unser Gradmesser. Ja, da wollen wir hin. Deshalb, ihr habt hart trainiert. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir das Spiel heute packen können. Aber geht heute raus und motiviert euch. Ja, redet miteinander, das ist das Wichtigste. Baut euch gemeinsam auf, tritt als Team auf. Die sind konditionell, werden die nicht so stark sein. Die spielen Lobeck auf einem kleinen Platz. Die sind hier auf dem Rasen, ja, für die Spiel des Jahres. Die totlaufen, ja. Wenn ihr jedes Mal einen Meter mehr macht als die, haben wir dieses Spiel im Sack. Ja, aber dafür müsst ihr euch gegenseitig richtig pushen, fokussiert sein. Von der ersten Minute an mit dem Gedanken daran, ey, wir holen uns heute das Spiel. Ja, wir lassen uns von denen hier nicht den Schneid abkaufen. Wenn die provozieren, entspannt bleiben, cool bleiben. Ja, das macht die noch viel, viel wütender, viel schlimmer irgendwie unterwegs. Cool bleiben. Wir bleiben cool, spielen unser Spiel, machen unser Ding und dann hauen wir die auch heute weg. So, Leute, es kann passieren, dass wir vielleicht sogar mal in Rückstand geraten, was in der Liga noch nicht passiert ist. Egal, das Spiel wird 90 Minuten, die Kondi ist, glaube ich, auf unserer Seite. Ihr seid fit, geduldig bleiben, wir kriegen unsere Chancen. Was aber wichtig ist, aber noch eine Sache. Heute ist es scheißegal, wer das Tor macht. Also das heißt, nicht versuchen mit einer Hacke, mit einem Fallrückzieher, irgendwas. Also wichtig ist, zur Not mit der Pike einfach reinhauen. Heute zählen keine schönen Tore. Tore zählen einfach nur. Und wenn ihr einen Mann seht, der besser steht, auch abspielen. Aber ja? So, Rasenplatz, genau. Probiert's. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schießt. Aber wichtig ist heute weniger Ego, weniger sein eigenes Spiel in den Vordergrund. Lieber für den Mann mehr machen, für den Mitspieler mehr laufen. Und das zählt heute. Ja, und deshalb als Mannschaft heute zusammen. Ey, und dann packen wir das Ding. Wir packen das Ding. 8 Wochen haben wir hart dafür gearbeitet, Jungs. Das ist genau das Spiel, was wir wollten. Okay. Ja. So ein bisschen auch 1-1. Die kennen euch alle. Boah, ich muss sagen, heute ist das erste Mal, dass ich nicht nervös bin, ne? Weil wir können eigentlich nicht verlieren. Das ist echt eine gute Truppe da drüben. Und ich glaube, keiner von denen könnte uns, ne? Wir sind alle Mitte 20, Anfang 30, sowas in der Art. Das ist krass, hab ich so noch nicht gesehen. Mal gucken. Jetzt! Moment!
Ich versuche Fußball zu spielen. Also ersten 5 Minuten, die machen echt guten Eindruck. Ali! Petro Männer! Gut, Abdul, nochmal! Komm mal, Dennis! Dennis drauf, Dennis drauf! Geht hin! Geht hin! Geht hin! Geht hin! Komm, Abdul! Komm, Abdul! Gut, Abdul! Hey! Gut, Abdul! Petro Männer! Ah, so. Digga, die machen das nicht schlecht. Schlange. Aber wir müssen wirklich die zweite Bälle da in der Mitte ein bisschen dran sein. Klopp. Ich bin stolz auf dich, Michael. Er geht vorbei. Ich hätte mir gerade zweimal das Kreuzband gerissen. Ich habe schon abgeschlossen damit. Ich hätte niemals in dem Tempo den so rumbekommen. Geil gemacht, Michael. Gut, Ali! Komm mal vor! Zuhandung! Zuhandung! Hey! Raus, raus, raus! Bist du 10 Minuten gespielt, 12 Minuten? Ich glaube, die haben 75% Ballbesitz. Wir sind kontern gut, aber irgendwie, wir kriegen unsere Passstaffetten irgendwie nicht gebacken. Das ist so, ich bin so ein Fan von Paul, weil er eine richtig geile Schusstechnik hat. Du weißt!
abgezocktes Spiel bis jetzt von uns. Wir führen 2-0. Wir machen gar nicht so viel fürs Spiel. Wir stehen etwas weiter hinten, kontern. Und wenn wir den Ball haben, versuchen wir ein bisschen den Ball zu halten. Aber wir spielen übertrieben abgezockt, finde ich. Aber ein bisschen hektisch manchmal. So, wir scheißen uns an. Jetzt kann man so ein bisschen den Ball laufen lassen. Die können, glaube ich, nicht mehr so viel gerade. Das ist 30. Minute. Jetzt müssen sie clever sein. Gute erste Halbzeit, 2-0 führen wir. Wir machen gar nicht so viel fürs Spiel, aber wir sind clever, stark. Wir spielen gut, taktisch sehr gut, nutzen unsere Chancen. Rote Karte kommt heute noch. Sehr, sehr geile erste Halbzeit, Männer. Sehr geile erste Halbzeit. 2-0 Führung, wir haben das Spiel im Griff. Sehr geile erste Halbzeit. Erstmal großes Kompliment. Weiter so machen. Sieht gut aus, wir lassen den Ball laufen. Besser als gegen Grunewald, wir sind etwas geduldiger. Ihr merkt selbst, die laufen nicht komplett an. Die ersten 5 Minuten haben sie es probiert. Jetzt kommen sie maximal 5 Meter hinter die Mittellinie. Die lassen euch hinten spielen und seid weiter geduldig. Ja? Ali gibt die Kommandos, lasst den Ball in unseren Reihen. Die Lücke wird irgendwann kommen. Ja, Maike kommt ist jedes Mal durchgekommen. Diese Räume hier, ja, auf dem Flügel oder hier Abdul. Sofort, also wenn wir hier Konter machen, sofort breit machen. Rausziehen, rausziehen. Weil deren Abwehr, die steht nicht gut. Ja? Und Dori schön in der Schnittstelle warten. Diese Lücke wird irgendwann kommen. Die beiden Innenverteidiger wirken nicht abgestimmt. Ja, ansonsten Sechser, ihr macht ein geiles Spiel. Ein, zweimal müsst ihr gucken, Luca, ihr standet so hintereinander, dann wäre das hier tödlich geworden. Ihr merkt selber, das gesamte Spiel geht über die Nummer 7 und Nummer 10. Das ist deren Motor. Alle Bälle gehen über die. Ja? Die anderen sind okay, die spielen gut mit, die lassen den Ball auch gut laufen. Die beiden müsst ihr aus dem Spiel nehmen. Julius hat schon gelb, wichtig. Die anderen müssen zur Not mal ein taktisches Foul machen. Ja, Julius nicht in unnötige Zweikämpfe kommen lassen. Ansonsten, ja, Maike, warum wir das gesagt haben? Weil jetzt kochen bei denen die Stimmung. Ich weiß, du spielst dein Spiel, aber die haben dich jetzt, glaube ich, auserkoren. Ja, aber versuch einfach diese Schlagworte nicht mehr vor denen zu sagen, dass sie einfach, ja, ignorieren ist das Beste. Ich weiß, ne, die haben jetzt unnötigerweise dich auserkoren. Bei jeder Aktion von dir springen die rein oder lassen sich fallen. Okay, alles gut. Bei roten Karten sind auch für Liga gestellt. Ne? Also lass es einfach, die werden jetzt. Genau, weil ihr merkt, langsam. Bei denen kocht die Stimmung jetzt langsam. Ja? Die werden euch ganz wirklich belabern jetzt. Die werden sich auch gegenseitig schon anmachen. Ja? Die haben gerade miteinander gesprochen, geben sich schon die Schuld zuordnen. Die werden jetzt auf jeden Fall die ersten 10 Minuten nochmal Vollgas geben, weil die sind jetzt angestachelt, die sind angepisst. Ja, also wirklich gegenhalten, Ordnung halten, geduldig sein und dann, wenn wir in den Konter gehen, Abdul und dann sagen wir auch, die hat nochmal, macht das Spiel breit. Dori lässt sich gerne fallen, der kann auch durchstecken. Ja, also wirklich macht das Spiel breit, die nehmen die Räume nicht mit. Jürgen, Standards, die sind alle Kopf kleiner als ja. Irgendwie. Ja. Ihr müsst ich hab schon gesprochen mit Ali. Also Ali, Paul, Luca. Lauft auch rein bei den Ecken, ne? Wir stehen manchmal einen Ticken zu weit drin. Lauft da etwas rein. Ja, Ali, du musst jetzt den Dir, wenn ihr nach vorne Dir nachdenkt. Ne? Er spielt ja quasi für Maike, also muss er den Rückraum machen. Mach noch einmal richtig voll. Ich glaube, Julio. Warte. Guter Ball. Oh! Nein! Super, Julio! Digga, ja, der Torwart ist ein unbeschriebenes Blatt. Man weiß nicht, ob der gut ist, weil der alles, was aufs Tor kam, war drinne. Digga, der war geil geschossen. Der war auch gut gehalten.
gut dabei. Da sind wir da. Da sind wir da. Oh, der war so gut, der Mann. Und deiner Abdul. Komm. Genau deshalb, Abdul, genau deshalb. Ja. Boah, also die 7 ist ein Weltspieler von denen, ich sag's öffentlich. Die 7 ist richtig krass. Der verliert nicht einen Ball, er spielt so super und er tritt jetzt den Freistoß. Ich leg so krass Auge. Der kann den auch recht machen. Hat funktioniert dein Auge? Ja, hat funktioniert. Die Freunde, letzten 25 Minuten, es ist wirklich jetzt ein Kampf. Also wir spielen nicht mehr wirklich Fußball. Wir warten jetzt auf den entscheidenden Konter. Das wird passieren. Auf den entscheidenden Konter. Das wird passieren. Okay. Komm mal, Männer, Ordnung. Von einem anderen Trick, der Mord ist im Dummkopf. Thank you.
Ruhig, Luca! Ruhig, Luca! Ruhig! Luca, Luca! Luca! Ruhig! Das gibt's doch nicht, ey! Luca! Ja, ja, Ali! Ali, komm, Ali, komm! Luca, 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 Luca. Gut, Abdul! Nochmal, Abdul! Jawohl, Abdul! Okay, Abseits, hab ich schon vorgeführt. Sehr geil, Abdul! Geiles Ding! Komm! Sehr gut, Abdul! Abseits! Jetzt ganz, ganz eklige 10 Minuten, ich sag's euch. Ganz eklige 10 Minuten. Jetzt einfach dreckig verteidigen. Die haben 2-3 Torchancen gehabt, aber also wirklich, einfach dreckig runterspielen. Also nicht irgendwie unfair, sondern Eckfahren und so einfach. Zeig mal. Ja, kann man abspielen, war okay. Das ist so, das war so eine hundertprozentige eigentlich, aber es ist so leise, dass hier. Nochmal! Nochmal! Komm! Aus! Hier! Jungs, warum geht ihr? Kommt ihr nicht mit? Was? Wohin? Eier lecken. Hier, einfach in den Raum. Nein, guter Versuch, Tia! Wieder rückwärts! Das ist echt eklig zu filmen, so. Aber ja, nächste Woche leider nochmal. Wieso? Naja, weil wir keinen Dings haben. Das ist nächste Woche nicht mehr herausfinden. Nächste Woche sind eh weniger da. Oh. Ja, safe. Vielleicht kommen dann noch 10 Leute oder so. Ja. Sehr witzig. Ja, eigentlich ist gar keiner da. Sidney ist nicht da, Eli ist nicht da. Rote Karte? Ja. Nein, also rot? Entschuldigung. Rot? Was denn? Komm her. Na, scheiß doch. Das ist aber sein eigenes. Das erste Foul war so Dennis! Das ist bittern. Das Film ist bittern. Er ist leider gesperrt nichts. Zeit, du hast Zeit. Du hast Zeit, ganz viel. Zeig mal ein bisschen. Super Film. Nochmal zur Eckfahne, wenn du kannst. Gibt's nicht, das Ding ist durch. Wir haben gewonnen 2-0 gegen Landesliga. Super. Ja.
dran! Bei 0 gewonnen. Ohne Scheiß jetzt. Ich bin so froh, dass wir so einen breiten Kader haben. Das kann ich nur sagen. Du kannst jeden reinwerfen. Alle machen es überragend. Und ich habe jetzt gerade schon im Interview gesagt, ich glaube, jetzt haben ganz, ganz viele Leute Respekt und vielleicht sogar Angst vor uns. Gutes Spiel. 2-0 Sieg gegen einen Landesligisten im Pokal. Eine Runde weiter. Die Jungs haben ein geiles Spiel abgeliefert. Sehr diszipliniert. War ein harter Gegner. Hatte ein Stück Arbeit. Aber am Ende des Tages haben wir, glaube ich, uns belohnt und sind erfolgreich als Sieger vom Platz gegangen. Alles umgesetzt auf jeden Fall. War mit das beste Spiel, was wir bis jetzt abgeliefert haben. Hat Spaß gemacht und war ein echt guter, echt fairer Gegner auch. Also auf jeden Fall zukunftsweisend. Super Leistung vom Team. Egal, ob die provozieren, wir spielen weiter und machen unser Ding. Zu null, zu null, muss er schmunzeln. Direkt hier mal ein Interview. Ist das blöd. Ich hätte mich auch runter. Immer die Diskussion nach dem Spiel. So, Freunde, das war's vom Spiel. Ich bin super stolz auf meine Truppe. 2-0 gewonnen gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Und ich kann es jetzt auch nochmal sagen, einen sehr coolen Gegner. Auch nach dem Spiel mit dem Trainer geredet. Super sympathisch gewesen. Überhaupt nicht toxisch oder so. Natürlich ehrgeizig, ein bisschen traurig, dass sie verloren haben. Aber alle super nett gewesen. Meinten super, was ihr macht. Klasse gemacht und so. Das war sehr, sehr cool von denen. Also Südring, sehr, sehr cooler Verein, wie ich fand. Klar, auf dem Platz ein bisschen mal so, ein bisschen Feuer, sowas gibt's. Aber die Jungs waren alle sehr, sehr nett, sehr cool auch und hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr cooler Gegner. Wir sind jetzt in der sozusagen dritten Runde vom Pokal. Jetzt könnte schon ein Kracher kommen. Also es könnte wirklich jetzt schon so, weiß nicht, Oberligist, Regionalligist oder ein guter Verbandsligist. Sowas ist gar nicht so unwahrscheinlich. Nächste Woche geht's aber in der Liga weiter, Freunde. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Da sind wir alle nicht da. Also viele von uns sind nicht da. Aber wir haben einen sehr breiten Kader, einen sehr guten Kader. Die Highlights werden auch kommen. Wie wir das noch machen, müssen wir gucken. Für mich geht es jetzt auch wieder ins Training, Freunde. Das heißt, das nächste Spiel, was ihr sehen werdet, da bin ich wahrscheinlich auf dem Platz wieder. Und das wird sehr, sehr cool. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze, Freunde. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin stolz auf dieses Projekt, stolz drauf, was wir erreicht haben. Jetzt schon. Wir sind noch ungeschlagen. Wir haben eigentlich alles gewonnen. Jedes Pflichtspiel haben wir gewonnen. Zweimal Pokal, zweimal Liga. Und so kann es weitergehen, Freunde. Wir haben sehr viel vor. Vielen Dank für den Support. Kuss.